Danke für die Anmoderation und ich begrüße nochmal alle Anwesenden. KI ist ja das Hype-Thema aktuell und man wird dann mit diesem Thema, dann kann man sich ja gar nicht entziehen, mit verschiedenen Argumentationen konfrontiert. Ich persönlich habe zu dem Begriff KI, wie er in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ein gespaltenes Verhältnis. Bei näherer Betrachtung handelt es sich ja um nichts anderes als um Algorithmen, die für eine Aufgabe definiert wurden und diese Aufgabe mehr oder weniger gut erfüllen. Das heißt, kommen solche Algorithmen an die Grenze ihrer Aufgabe bzw. überschreiten diese, dann sind diese im Grunde genommen Strotung. Das muss man so sagen. Und deswegen, wie soll man es ausdrücken? Dann die Anforderungen sind jetzt in den letzten Tagen ein paar Mal genannt worden. Ich möchte nur einmal hervorheben. Das wäre der Begriff der Transparenz, gerade was KI anbelangt. Wir sind bei der Entwicklung, also dieses Produkt hat gerade jetzt die Zulassungsphase oder ist in der Zulassungsphase zum Medizinprodukt. Und hier sind entsprechende Vorschriften, 4 Gesetze, 5 DIN-Normen, die beachtet werden müssen. Und es ist Voraussetzung, dass man ein Risiko- und Qualitätsmanagement im Hintergrund installiert. Allein die Anforderungen, die im Risikomanagement enthalten sind, die fordern von einem Hersteller, egal ob das jetzt ein Pharmakonzern ist oder ob das jetzt ein Startup ist, dass zum Beispiel die Algorithmen, die verwendet werden, dokumentiert und offengelegt werden. Das heißt, dokumentiert dahingehend, dass beschrieben wird, welche Ergebnisse liefern die Algorithmen und in welcher Form werden diese Ergebnisse im Verlauf der Anwendung weiterverwendet. Das heißt also, diese Transparenz und die Offenlegung, zu der wir gesetzlich verpflichtet sind, ist, wenn man es genauer betrachtet, im Verhältnis zur Industrie und zur Wirtschaft ein Wettbewerbsnachteil, weil von denen verlangt keiner, dass sie ihre Algorithmen freilegen. Das sieht man ja an Google. Die werden dann nichts dazu tun, dass sie dies machen. Und genau das ist eigentlich der Aspekt, mit dem wir da auch konfrontiert werden. Das heißt also, der bürokratische Aufwand, der personelle Aufwand ist enorm hoch, um die ganzen Anforderungen zu erfüllen. Bevor ich jetzt aber weitermache, möchte ich mal noch kurz die Verantwortlichen für dieses Projekt benennen. Das ist einmal meine Frau. Die ist mir da behilflich, was das Fachliche anbelangt. Wir haben bei der Produktion hier im Hintergrund ein Medizinerteam, das auf mehrere Bundesländer verteilt ist und dieses wird von meiner Frau geleitet. Und dieses Team ist dafür zuständig, die Vorschläge und die Anregungen, die kommen, auf inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen. Ich selber bin verantwortlich für das Informatiker-Team, das im Hintergrund steht, das jetzt zusammen aus Bioinformatiker und Medizininformatiker, mit denen ich dann die Inhalte entsprechenden kognitiven Denkweisen, die beim Patienten auch vorhanden sind, umsetzen. Auf den Punkt komme ich aber nochmal zurück. Ich möchte, bevor ich dann direkt auf die App komme, Sie zuerst mal jetzt mit ein paar Zahlen konfrontieren. Weil es kommt ja auch immer die Frage, ja, gibt es denn überhaupt einen Bedarf? Und wie soll der Bedarf ausschauen? Diese Abbildung habe ich von Focus entnommen. Focus hat eine Veröffentlichung gemacht im März diesen Jahres, wo sie mal die Gesundheitssektor weltweit, also diese Angabe bezieht sich auf weltweit, klassifiziert werden in gewisse Themenfelder. Wo wir uns darauf konzentrieren heute, das ist das Themenfeld Arzneimittel, Herz, Kreislauf, Blut und Diabetes. Diese 3, wenn Sie mal die Prozentzahlen hier betrachten, sind das 75%. Und jetzt fragen Sie sich, von was 75%?
Hier. Es sind im Jahre 2016 insgesamt von allen Themenfeldern 3,2 Milliarden Downloads erfolgt, weltweit. Das ist eine stolze Zahl. Und wenn ich jetzt das übertrage auf die drei Themenfelder, die jetzt Thema sind, auch von der App, die ich vorstelle, dann wären das 2,4 Milliarden, die nur in diesen drei Themenfeldern heruntergeladen wurden. Das heißt also, da wird der Bedarf allein schon belegt. Also diese Zahlen stammen, wie gesagt, aus Recherchen vom Focus und die decken sich auch mit den Ergebnissen der Bertelsmann-Studie. Die haben auf 2018 liegen noch keine Werte vor, aber die Steigerung, die wird entsprechend sein, also mehr als in diese 16%. Ja, mehr. Ab nächstes Jahr tritt ja die Medical Device Regulation in Kraft und die setzt natürlich hier Anforderungen, die dann die Verfügbarkeit dieser Apps drastisch reduzieren wird. Weil die sagt letztendlich in einer Regel, also da heißt es Regel, nicht Paragraph, dass Apps oder Software die Informationen liefern, die zur Diagnostik und Therapie herangezogen werden können, ein Medizinprodukt sind. Und ab nächstes Jahr, Ende Mai, ist diese Verordnung europaweit Gesetz. Und die Kontrollbehörden werden dann die Apps entsprechend prüfen und vom Markt nehmen oder diejenigen, die es herstellen, auffordern, die Anforderungen zu erfüllen. Und allein diese Zahlen, wenn man diese zerrunter nimmt, das hat also ganz aktuell im April, habe ich hier mit Dr. Albrecht von der Medizinischen Hochschule gesprochen, weil der testet da und macht da die Apps hier auch in Deutschland, der hat das auch nochmal weltweit gemacht. Das heißt also, diese 3,2 Milliarden, die verteilen sich auf insgesamt 300.000 Apps. Google, Apple haben jetzt ihre Stores bereinigt und haben dann alles rausgeworfen, was nicht mehr aktuell ist, sodass jetzt also die Zahl der verfügbaren Apps aktuell so zwischen 90 und 100.000 liegt. Und wenn man jetzt diese Anzahl überträgt auf Deutschland, dann kommen wir in Deutschland auf ca. 12.000 Gesundheits-Apps. Verteilt auf diese 7 Kategorien. Und von diesen 12.000 sind nur 4 Apps als Medizinprodukt registriert. Da sieht man mal im Endeffekt, wie hier die Phase ist. Und jetzt kann man sich natürlich das Zunge zergehen lassen, was ich gesagt habe. Wenn dann nächstes Jahr die Medical Device Regulation in Kraft tritt und die Behörden dann mit Verzögerung anfangen, die Apps auf dem Markt zu überprüfen. Da wird sich das auch noch deutlich reduzieren. Ja, der initiale Punkt ist eigentlich gewesen, ja, ist meine Frau dran schuldig letztendlich, weil ich habe sie sonntagmorgens beim Kaffee immer zugetextet und dann hat sie gesagt, die soll mir doch mal Gedanken machen, was Vernünftiges auf den Tisch bringen, dass sie in Ruhe frühstücken kann. Das hat nicht geklappt, weil jetzt ist sie involviert und arbeitet hier intensiv mit. Das heißt also, die Grundlage dafür ist gewesen, dass er unser Gesetzgeber ein Gesetz erlassen hat, das im SGB V niedergeschrieben ist, dass alle Patienten, die mehr als 3 Medikamente täglich nehmen oder regelmäßig nehmen, einen Anspruch haben auf einen bundeseinheitlichen Medikationsplan. Der wird finanziert von den Kassen. Und wenn man aber den bundeseinheitlichen Medikationsplan, den Sales eigentlich, näher betrachtet, hat sich gegenüber dem vorherigen Zustand, außer der Tatsache, dass der jetzt in einem sauberen Formular drin ist, nichts geändert. Weil die Patienten bekommen den als Papierausdruck zur Verfügung gestellt. Der wird genauso als Scheckkartenformat zusammengefaltet, findet seinen Platz im Geldbeutel oder sonst irgendwo. Und viele wissen dann gar nicht mehr, woher oder wo er ist. Dann kommt dazu, dass das Ärztehobby, das da momentan vorhanden ist, dazu führt, dass dann die Patienten unter Umständen von 4, 5 Ärzten einen Medikationsplan haben und dann wissen sie eigentlich gar nicht mehr, welcher ist der gültige. Das ist die andere Problematik, die dann dahinter steht. Das heißt also, der Aspekt, der für den Patienten wichtig ist,
dass er seine pharmazeutische Betreuung, also seine Medikation, autonom verwalten kann, ist vom Gesetzgeber nicht erfüllt. Es war zwar geplant, es soll dann auf die elektronische Gesundheitsakte kommen, aber da gehen wahrscheinlich nochmal 10 Jahre, das ist ein größeres Problem als der Berliner Flughafen, bis das dann gar integriert ist. Jetzt nochmal zu ein paar anderen Zahlen, um jetzt auf die 3 Kategorien, die ich gesagt habe, zurückzukommen. Wenn Sie jetzt hier das mal zählen, 52% der Kandidaten leiden unter Bluthochdruck. Da ist Adipositas auch ein Aspekt, da kann ich mich nicht davon ausnehmen, nur ich muss keine Tabletten nehmen, ich habe auch keine Probleme. Das ist das Schöne dabei. Aber das heißt nicht, dass ich nicht mein Gewicht reduzieren muss. Wenn man die zweite Zahlen nimmt, 5,7 Millionen der Deutsche leiden an Diabetes mellitus Typ 2. Das, die Ursache dazu ist natürlich hauptsächlich Adipositas. Diese Zahlen hier sind bedenklicher und die beziehen sich eigentlich auch auf den Aspekt, warum der Gesetzgeber diesen bundeseinheitlichen Medikationsplan ins Leben gerufen hat. 500.000 Leute jährlich kommen in die Notaufnahme wegen Verwechslung von Medikamenten, Nebenwirkungen von Medikamenten, die verhindert werden könnten, wenn sie ein Instrument an der Hand hätten, mit dem sie ihre Medikation überprüfen könnten. Noch bedenklicher ist das hier. 50.000 Leute sterben in Deutschland pro Jahr, gerade wegen Falscheinnahme und Wechselwirkungen an Medikamenten. Das insbesondere Pflegeheime, die Uni Münster und nochmal 2 Unis, die andere Unis, die beteiligt sind, weil die sind klar auswendig, die haben in 8 Pflegeheimen die Medikation der Bewohner überprüft. Und da ist ein Ergebnis herausgekommen, das war für mich erschreckend, weil 30% der Bewohner von Pflegeheimen, die als dement eingestuft wurden, waren nicht dement, sondern das Verhalten, das die Demenz von den Symptomen her erahnen lässt, war zurückzuführen auf die kognitive Beeinträchtigung durch die Einnahme von mehreren Medikamenten. Und das heißt also, sie haben dann das Medikamentenmanagement gemacht und diese 30%, von denen ich da rede, die konnten dann auf einmal am täglichen Leben wieder teilnehmen, waren fit, waren agil. Ja, dann gibt es noch den Teil, da sind die Nebenwirkungen da, die müsste man abschwächen. Und das müsste natürlich dann auch beim Medikamentenplan überprüft werden. Das heißt also, in den Pflegeheimen, wo dieser Medikationsplan eine Relevanz hat, steht er den Patienten also auch nicht zur Verfügung. So, das hier ist der bundeseinheitliche Medikationsplan. Dieser Bereich hier, so bekommt ihn der Patient, das ist der Bereich, den wir gemacht haben. Das heißt, er ist vollkommen identisch, bis auf diese Interaktionselemente, die hier drin sind, auf die komme ich noch zurück. Weil dadurch wird dem Patienten die Möglichkeit gegeben, nicht nur seine Medikation zu verwalten, sondern auch wie zum Beispiel Bluthochdruck, Blutzucker und. Das sind Module, die jetzt später noch hinzukommen. Das heißt, die ursprüngliche Idee, die wir hatten, nur den Medikationsplan verwaltbar zu machen, hat sich exponentiell erweitert. Weil zwischenzeitlich haben wir hier in dieser App die komplette Infrastruktur für die elektronische Gesundheitsakte integriert. Das heißt also, das Modul Blutzuckertagebuch, Schmerztagebuch, Medikationstagebuch, dann Impfpass, Quellenpass, Implantatepass, all diese Elemente kommen jetzt in den nächsten Monaten noch hinzu und sind dann in der App verfügbar. Aktuell, im ersten Release, das jetzt Ende Oktober auf den Markt kommt, ist nur der Medikationsplan, ist das Bluthochdrucktagebuch und ist die Körperstrukturanalyse. Auf die komme ich dann auch nochmal zurück. Sie können sich aber nahe vorstellen,
dass hier entsprechende Daten, also Sicherheiten für Datenschutz, Datensicherheit vorhanden sein müssen, weil wir arbeiten nicht mit der Cloud. Das heißt also, der Patient hat seine komplette elektronische Gesundheitsakte auf seinem Tablet oder auf seinem Smartphone. Er kriegt die Möglichkeit, wenn er möchte, dass er sagt, okay, ich spiele das auch auf der Cloud. Er muss da eine angeboten kriegen, weil ab Cloud 2021 sind ja alle Kassen verpflichtet, ihren Mitgliedern eine elektronische Patientenakte anzubieten. Und welcher Hiccup das gibt, kann man sich vorstellen bei über 230 Krankenkassen. Und der Patient kann es selbst verfolgen. Er kann auch sagen letztendlich, welcher Arzt darf was sehen. Er braucht nur die App aufrufen und kann ihm das zeigen. Aber in Bezug auf den Meditationsplan muss dann natürlich dieser interoperabel sein. Da sind Vorschriften da von der Telematik-Infrastruktur, die von der Gematik gemacht wurde. Das heißt, das war zu schnell. Ja, dieser QR-Code, das ist auch die Intention gewesen vom Gesetzgeber, dass er sagt, okay, ich drucke jetzt den QR-Code auf das Papier. Und dann kann der Patient zu jedem Hausarzt gehen oder in jede Klinik, die ja am 1.1. diesen Jahres das auch machen muss, und können den Medikationsplan einscannen und haben dann bei ihm im Praxissystem oder im Klinikinformationssystem den kompletten Medikationsplan des Patienten. Diese Interoperabilität ist gewährleistet, weil wir hier auch die komplette Telematik-Infrastruktur integriert haben. Das heißt also, wenn Sie hier ein Touch-Event machen auf diesen QR-Code, dann wird er hier vergrößert dargestellt. Und somit kann man den deutlicher einlesen. Sie sehen da, das ist kein normaler QR-Code, das ist ein 2D-Data-Matrix-Code, wo die kompletten Informationen, die drin sind, quasi involviert sind in einer HL7-Struktur, also auf XML-Basis. Und durch die größere Darstellung werden die Probleme, die auf einem papierbasierten Ausdruck vorhanden sind, eliminiert, weil je nachdem, wie die Körnung ist des Papiers, auf dem der Arzt das ausdruckt, kann man auch gar nicht einlesen. Weil in dem Moment, wo hier die Körnung in irgendeiner so eine Übergangslinie ist, hat das System dann schon ein Problem, das einzulesen. Das heißt also, er muss sich das entweder als PDF zur Verfügung stellen lassen oder aber hier entsprechend vergrößern, dass dann diese Strukturen deutlicher hervorkommen. Und das haben wir so realisiert. Und der Patient kann jetzt zu jedem Hausarzt gehen und in jede Notaufnahme in der Klinik. Und die können dann über diesen QR-Code die Medikation des Patienten einlesen. Ein weiteres Problem, was ja zu diesen 500.000 Notaufnahmen kommt, das ist die Verwechslungsgefahr der Medikamente. In der Fachsprache nennt sich das Sound-alikes oder Look-alikes. Sound-alikes, das sind Medikamente, die einen ähnlichen Namen haben und von der Aussprache, wenn man es nicht deutlich ausspricht, verwechselt werden können. Mit diesen Problematik sind hauptsächlich ausländische Fachkräfte, also Ärzte und Pflegekräfte, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind und Probleme haben mit dem Hörverständnis ausgesetzt. Und da passieren Verwechslungen in der Praxis, auch wenn das gesagt wird, das sei nicht mehr so schlimm. Die Realität ist eine andere. Was die Look-alikes sind, das heißt, das sind im Endeffekt Medikamentenverpackungen, wo die Schrift identisch ist, auch die Darstellung der Inhaltsstoffe identisch ist und auch die Farbe von Schrift und Verpackung identisch ist, sodass das auch nicht verwechselt wird. Wir haben deswegen eine Fotofunktion eingebaut, wo der Patient seine Medikamentenverpackung einscannen kann und dem Medikament zuzuordnen. Das heißt, Moment. Ja. Sie wollen noch 10 Minuten Zeit? Ja. Das heißt, er bekommt zusätzlich hier auch nochmal die detaillierten Informationen. Seit Februar 2019 ist das die EU-Verordnung für die Arzneimittelfälschungssicherheit in Kraft.
Das heißt also, es muss auf jeder Medikamentenverpackung in einem normalen QR-Code aufgedruckt sein, Produktcode, Seriennummer, Herstellungszahl, also Chargennummer und Verfalldatum. Das kann er ebenfalls einscannen und wird ihm dann in dieser Form hier dargestellt. Hier ist auch ein Medikationsbuch drin, das heißt also, er kann seine Einnahme protokollieren. Da gehe ich jetzt mal ein bisschen schneller drüber. Und wichtig ist das ist also hier die Bioverträglichkeitsliste. Die private Universität Wittenherdecke hat die Priskusliste ins Leben gerufen. Das heißt, es werden dann Wirkstoffe aufgeführt, die potenziell inadäquat sind, also schädlich sind, auch für die Leute, die mehrere Medikamente nehmen, hauptsächlich ältere Leute ab 50 aufwärts. Die Begründung ist da, es werden Alternativmedikamente genannt und. Also auf die Punkte gehen wir jetzt nicht näher ein. Parallel dazu hat dann das Pharmakologische Institut der Universität Heidelberg die Vorteilliste gemacht. Während die Priskusliste eine positiv-negativ-Liste ist, ist die Vorteilliste eine Positivliste. Und Professor Wehling hat hier mit seinem Team die Kategorierung der Wirkstoffe gemacht, nach Schädlichkeit. Was wir gemacht haben, wir haben beide Listen in eine Datenbank zusammengeführt und das Kategoriensystem von Professor Wehling übernommen. Das heißt also, diejenigen, die nicht inadäquat sind, die bleiben dort normal dargestellt und mit der Stufe B, C und D, das wird dann in Gelb, Orange und Rot dargestellt. Das heißt, es macht sich so bemerkbar in dieser Form, in dem Moment, wo Sie den Medikationsplan einlesen, überprüft ein Algorithmus im Hintergrund, ob dieser Wirkstoff auf irgendeiner dieser Listen vorhanden ist. Wenn ja, dann markiert er das Feld des Wirkstoffes und zeigt somit dem Patienten oder demjenigen, der den Patienten betreut, da ist ein inadäquater Wirkstoff drin. Der kann sich jetzt mit dem Arzt in Verbindung setzen und fragen, ob es da ein alternatives Medikament gibt, das in der Liste nicht als inadäquat eingestuft wurde. Wenn Sie jetzt hier einen Touch-Event drauf machen, dann wird Ihnen eine Symptomtabelle angezeigt. Und dann sehen Sie natürlich, für was ist dieser Wirkstoff alles verantwortlich. Verwirrung, trockener Mund, Übelkeit, Inkontinenz oder je nachdem, was es ist. Und es wird jedes Mal, bei jedem Symptom, das ich habe, wird hier der Wirkstoff, der vorne markiert ist, angezeigt. Und kann man sich ja vorstellen, wenn hier mehrere Wirkstoffe drauf sind, mehrere Markierungen vorhanden sind, kann ich ja selber überprüfen, wie die Wechselwirkungen dann entsprechend zustande kommen. So, dann kommt das Blutdrucktagebuch, das ist interaktiv, das heißt also, ich habe hier einen Stadtbildschirm, im Tagebuch selber wird dann der Durchschnitt bezieht sich auf 30 Tage, auf die Erfassung 35 Tage, ebenfalls Puls, MAD, BMI. MAD, das ist ein mathematischer Wert. Da ist ein Algorithmus im Hintergrund, der aus der Systole und der Diastole den mittleren arteriellen Druck berechnet. Dieser Parameter ist ausschlaggebend für die Organdurchblutung und unterliegt auch Grenzen, weil unser Gehirn selbst und auch die Nieren, die haben eine Autoregulation, die aussetzt, wenn diese Grenzen überschritten werden. Und das kann ich hier feststellen. Genauso bei Blutzuckerpatienten, wenn dann der Blutdruck am Fuß gemessen wird, kann ich über den MAD quasi auch feststellen, ob es Probleme gibt mit der Durchblutung. Das ist hier also dieser Plan, wie er dargestellt wird. Sie haben hier mehrere Tage, die Sie erfassen können. Oben kann ich dann BMI einblenden. Und wenn Sie jetzt auf irgendeinen Tag von den vier Stück klicken, ja, dann wird Ihnen der durchschnittliche Blutdruckwert angezeigt. Weil der durchschnittliche Blutdruckwert ist das, was für den Arzt wichtig ist, das, was für Sie wichtig ist. Weil wenn Sie morgens um 8 Uhr Blutdruck messen, dann kann das ein Ausreißer sein, der für Sie ein ganz falsches Ergebnis darstellt. Wir haben hier die Tabelle von der WHO integriert, die die Blutdruckwerte kategorisiert hat. Das heißt also, auch der Algorithmus im Hintergrund überprüft, inwiefern quasi
der gemessene Blutdruck in irgendeiner dieser Kategorien passt und zeigt das Ihnen auch an. Anzeigen in dieser Form, weil wenn Sie da draufklicken, wird Ihnen diese Maske angezeigt. Sie haben hier den durchschnittlichen Blutdruck, Sie haben die durchschnittliche Frequenz, das Datum und das, was Sie jetzt hier sehen, Bluthochdruck Grad 2, das ist auch genau das, was die WHO-Tabelle darstellt, was der Alkoholbefindplus ermittelt und Ihnen zusätzlich zur Verfügung stellt. Das gleiche machen wir mit dem BMI. Der ist hier ebenfalls vorgegeben von der WHO und diese Farben haben wir bei der Darstellung des Bluthochdrucks, der Kategorie des Bluthochdrucks übernommen. Ich kann, wenn ich da ein Touch hinmache, wird mir angezeigt und da unten habe ich dann die Kategorie laut WHO. Wenn ich hier ein Touch-Event mache, wird mir die Grafik angezeigt. Da sehe ich dann die normale grafische Darstellung, je nach über 30 Tage. Ich habe einen statischen Filter, wo ich die letzten 7 oder die letzten 90 Tage einzeigen kann. Ich kann hier den Puls einblenden, da habe ich hier eine zusätzliche Y-Achse. Und ich kann die Einzelwerte einblenden, die quasi vorne in der Tabelle gewesen sind. Und hier sind zusätzliche Funktionen integriert. Ich kann also mit zwei Fingern eine Wischgeste machen und kann mich in das Diagramm hineinzoomen, um dann quasi diese Darstellungen hier zum Beispiel zu entzerren, sodass dann jeder einzelne Punkt deutlich sichtbar ist. Ich habe auch die Möglichkeit, zum Beispiel die Uhrzeit mit anzuzeigen. Das ist insofern interessant, weil beim Einnahmeprotokoll habe ich ja die Funktion, dass ich die Blutdruckmedikamente, die Einnahme von Blutdruckmedikamente im Diagramm darstellen kann. Das heißt also, in dem Fall wäre das der Fall, dass ich sage, okay, ich habe um 12 Uhr habe ich jetzt hier das Blutdruckmedikament genommen, weil man muss davon ausgehen, dass die Einsetzung der Wirkung eines Blutdruckmedikaments eine Latenzzeit hat von 15 bis 30 Minuten. Und wenn ich jetzt um 12 Uhr das Medikament einnehme und ich messe dann kurz hintereinander, also in den nächsten halben Stunde, meinen Blutdruck, dann kann ich die Wirkung des Medikaments im zeitlichen Verlauf selber verfolgen. Weil mein Arzt sagt ja manchmal auch, oder Ihr Arzt sagt ja manchmal auch, ja gut, in dem Moment, wo die wenn es nicht wirkt, nimm noch mal eine halbe hinzu. Und das kann ich dann hier mitverfolgen. So, was ist passiert? Das ist die Schnellerfassung, die bezieht sich da auch, ne, auf dieses Element. Wenn ich da klicke, wird das angezeigt. Was hier noch nicht integriert ist, das ist die Körperstrukturanalyse. Und das sagt, dass da werden die ganzen Parameter wie Körpergewicht, dann die Fettmasse, dann die körperzellaktive Sauerstoffmasse, die Magermasse wird gemessen, das Körperwasser wird gemessen, weil der BMI hat einen Nachteil. Er unterscheidet nicht zwischen Mageranteil und Fettanteil, sondern er rechnet sich aus dem Verhältnisgewicht. Wenn Sie jetzt aber einen Sportler nehmen, der überwiegend einen starken Muskelbau hat und Sie messen dann den BMI, dann ist ein falscher Wert. Dann wird bei ihm Adipositas angezeigt, aber er hat es nicht. Das gleiche ist bei Patienten, die zum Beispiel eine Herzinsuffizienz haben oder eine Niereninsuffizienz. Die lagern Wasser an. Und in dem Fall ist es ja so, dass bei der Körperstrukturanalyse kann man es dann feststellen, dass die Magermasse identisch bleibt, aber das Gewicht steigt. Und die Diagramme, die wir da gerade momentan integrieren, da kann ich dann anhand der Steigerung des Körperwassers feststellen, dass Wasser eingelagert wird. Weil nämlich dann das Körperwasser von dem vorgegebenen Normalwert abweicht. Und diese Punkte sind also Bestandteil von der gesamten, was das Schöne ist, worauf wir stolz sind. Bis auf das Formular des bundeseinheitlichen Medikationsplanes ist das Einzige, das ich vorgegeben habe. Alle anderen Funktionen, die
ich jetzt gerade so im Schnelldurchlauf beschrieben habe, sind ausschließlich von den Patienten gemacht worden. Das heißt also, wir haben hier einen Patientenpool von Adipositas-Patienten, Bluthochdruck-Patienten, Blutzucker-Patienten in Größenordnung von knapp 50 Stück. Denen wurde das Tablet zur Verfügung gestellt, oder sie hatten selber eins und hatten dann mit jeder Revision, die gekommen ist, getestet und gesagt, das möchte ich gerne so haben, das ist für mich interessant, das ist interessant. Das ist eine Abweichung von der normalen Vorgehensweise, wie solche Apps gemacht werden, weil da wird ein grüner Tisch hingesessen, da hat einer eine Idee, dann wird Geld beantragt, was verschwindet wird, weil das gleich in mehrere Millionen Höhe ist dann, und es kommt dann unterm Strich ein Ergebnis heraus, das nicht auf der intuitiven Ebene der Patienten ist. Und da haben wir den Vorteil, dass alles, was da drin ist, die Patienten gestaltet haben, so wie sie sich das vorstellen. Und von dem her gesehen ist der Name, den ich ja auch gesagt habe, das ist eine App von Patienten für Patienten gemacht. Danke. Ganz banal, wie viele Medikamente sind auf dieser positiv- bzw. Negativliste? Was für Quantitäten haben wir da zu erwarten? Also die Qualitäten sind sehr hoch, weil jetzt gerade aktuell von dem Pharmakologischen Institut Heidelberg von Professor Lehni die aktuelle Vorteilliste ausgegeben wurde. Und der Schwerpunkt orientiert sich auch an dieser Vorteilliste. Das heißt also, da sind dann immer die aktuellen Listeneinträge vorhanden, die per Update nachgepflegt werden. Und es sind circa 200, 250 Medikamente, die hier aufgeführt sind. Das heißt also, die Bezeichnung inadäquat, die ist jetzt nicht einfach aus dem hohlen Raum gegriffen, sondern die basiert auf empirische Studien. Danke. Vielleicht so eine ganz naive Frage, wie kommen, also wenn man diese App jetzt hat, wie kommen die ganzen Daten da rein? Musst du die händisch eingeben, wird das automatisiert erfasst, kriege ich sozusagen ein Smartwatch oder irgendwie sowas? Also es scheint ja doch relativ viel zu sein. Das ist eine gute Frage. Wie kommen die Daten da rein? Die Medikationsdaten als solches, die kommen dahingehend rein, dass Sie den Medikationsplan, den Sie von Ihrem Hausarzt bekommen, einscannen. Sie nehmen das Tablet drauf, scannen ein, dann ist er in der App. Und von dem Moment an wird automatisch eine Gesundheitsakte von Ihnen angelegt und Sie können auf die Funktionen Blutdrucktagebuch und Körperstrukturanalyse auch zugreifen. Das heißt also, die Körperstrukturanalyse muss manuell eingegeben werden, die Blutdruckdaten ebenfalls. Im ersten Moment jetzt, weil es ist ja so, dass das Fraunhofer Institut arbeitet an einem Implantat, das in der Lage ist, Blutdruck, Herzfrequenz, Blutzucker und auch hat einen Lagesensor, also eine Art Gyroskop wie in den Smartphones integriert. Und diese Werte werden drahtlos übermittelt. Da arbeiten wir jetzt gerade an der Schnittstelle, dass ich dann dieses Gerät, das Einlesen aktiviere, das Tablet hinhalte und dann habe ich es drin. Und es gibt entsprechende Variables, mit denen ich quasi das ebenfalls machen kann. Nur wir machen die Schnittstelle nicht auf jedes Variable, sondern diese Messungen müssen von einem Gerät gemacht werden, das als Medizinprodukt zugelassen ist. Und für diese Geräte machen wir auch die Schnittstellen einfach, um die Qualität der Daten, die eingelesen werden, auch zu gewährleisten. Ich finde das sehr schön, dass Sie hier mit Patienten, sozusagen auf Patienteninitiative, eine App vorstellen, da ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt durch verschiedene Ärzte spaziere, wenn ich mal ein Problem habe, die Ärzte meist ziemlich überfordert sind von diesem Informationszeitalter, da sozusagen heute jeder, wenn er ein Problemchen hat, ins Internet guckt und sich sozusagen selbst vorinformiert. Dieses Gespräch, dieses dann ins Gespräch mit dem Arzt zu bringen, ist eine große Schwierigkeit, weil einfach die Ärzte von ihrer Ausbildung her eine gewisse Verantwortlichkeit haben, sozusagen zu bestimmen, ohne irgendeine Diskussion einzugehen. Und genau das im Moment der Fall ist, sozusagen, dass
Patienteninitiativ werden und dass die Ärzte eine gewisse Argumentationsschwierigkeit bringt. Und das ist sozusagen das, was ich hier toll finde, dass das auf Patienteninitiative entstanden ist und was mir auch persönlich auffällt, wenn ich hier mal mit ein paar Argumenten auftauche, das ist teilweise nicht erwünscht oder teilweise schwierig damit umzugehen. Ich gebe Ihnen recht, haben heute noch sehr viele Ärzte ein Problem mit dieser elektronischen Datenerfassung oder damit, dass die Patienten auch im Internet nach Gesundheitsdaten recherchieren und mit denen dann zum Arzt kommen oder in die Klinik. Also im Klinikjargon werden dann solche Leute als Zettelpatienten bezeichnet, weil sie mit Ausdrücken vom Internet im Arm beim Arzt auftauchen. Und was das hier anbelangt, man muss jetzt mal die Schwachstellen des Gesetzes § 31 betrachten. Das heißt also, der Arzt ist nur verpflichtet, den bundeseinheitlichen Medikationsplan den Patienten in Papierform auszuhändigen. Das heißt, er hat keine Möglichkeit, der Patient selbst Medikation zu machen. Wenn ich in die Niederlande gehe, da bekomme ich in der Drogerie Medikamente, die bei uns rezeptpflichtig sind. Jetzt kaufe ich mir die Medikamente in den Niederlanden. Das heißt also, ich müsste jetzt hergehen und dann mit der Information zu meinem Hausarzt gehen und ihn bitten, ändere mir bitte den Medikationsplan, ich habe das und das Medikament dort gekauft und das nehme ich jetzt. Ja, das macht er, da versteht er sich wieder. Deswegen haben wir ja auch die Funktion eingebaut, Sie können ein Medikament löschen, Sie können ein Wert des Medikamentes ändern, wie durch die Dosierungsanleitung, weil ich einfach sage, ich brauche keine ganze Blutdruckkappe mehr, mir reicht eine halbe. Und da sprechen Sie dann mit dem Arzt ab und dann sagt er, ja okay, dann können Sie selbstständig das Dosierschema von einer ganzen Tablette auf eine halbe reduzieren. Sie können ein Medikament löschen. Und das Schöne dabei ist, der Originalmedikationsplan wird nicht gelöscht, sondern er wird ins Archiv geschoben. Das heißt also, mit jeder Änderung, die ich mache, wird automatisch der QR-Code aktualisiert. Und genau das ist der Punkt, wo auch die Hausärzte abspringen, denn den Aufwand, den die haben, um dann den Medikationsplan zu ändern, wie das Beispiel, das ich zuvor genannt habe, der ist enorm und das bekommen die nicht bezahlt. Weil, wie gesagt, das sind 4 Euro oder 5 Euro, was sie da kriegen. Und das auf ein Vierteljahr. Da reagieren die nicht groß. Da haben die kein großes Interesse, jedes Mal den Medikationsplan anzupassen. Und dadurch, dass diese Änderungsfunktion drin ist, kann das der Patient selber machen. Er hat den aktuellen QR-Code, er kann mit dem zum Arzt gehen, der liest ihn ein und der Arzt hat es drin. Der ganze Arbeitsaufwand von dem Arzt ist gespart. Das ist eines der Argumente, warum die Ärzte auch darauf reagieren. Und das Gesetz da vorschreibt, dass jetzt auch die Notaufnahmen in Kliniken in der Lage sein müssen, den Patienten im Rahmen des Entlassmanagements so einen Medikationsplan auszuhändigen, müssen Sie auch in der Lage sein, den Medikationsplan einzulösen. Das haben wir ausgiebig getestet in der Klinik meiner Frau. Und da gibt es keinerlei Probleme, auch in den Hausarztpraxen. Ja. Vielen Dank. Eine letzte Frage, genau, da müssen wir weitermachen. Wie finanzieren Sie sich? Das finanzieren wir selber. Wir haben bewusst gesagt, wir gehen nicht auf öffentliche Gelder hin, wir nehmen keine Investoren mit rein. Weil so können wir frei entscheiden, so sind wir in der Zeit auch frei und wir werden nicht unter Druck gesetzt. Und die App? Die App verkaufen wir auch selber. Das heißt, die wird über Mikroinfluencer verkauft. Und die Mikroinfluencer sind die Patienten. Weil Sie können davon ausgehen, in jeder Familie sind 2 oder 4 Personen, die unter Bluthochdruck oder Zucker leben oder Übergewicht haben. Und wenn eine Person die App nutzt und ist damit zufrieden, und erzählt es in der Familie jemandem anderen oder im Bekanntenkreis, dann wirkt das wesentlich anders, als wenn ich das über eine Agentur mache, wo es verbrieben wird. Weil wenn der Patient das selber erzählt, dann ist das authentisch und glaubwürdiger, auch für andere Familienmitglieder oder Bekannte. Und was wird dann so ungefähr der Preis sein, der App? Ja, das ist jetzt die Frage. Ne? Ich bin da schon, also... Ich möchte mal kurz vorher noch ein Beispiel bringen. Die Firma Nestle hat eine Ernährungs-App auf den Markt gebracht.
und verlangt dafür 75 Euro monatlich von den Patienten. Ja, das ist paradox. Zum einen stellen die Lebensmittel her, die für solche Sachen verantwortlich sind, und auf der anderen Seite wollen sie dann die Patienten, die Kunden gewinnen, die ihre Produkte essen und mit sowas machen. Also da, das ist schizophren, sage ich mal. Und die App, wir haben gesagt, die App darf preislich einen gewissen Rahmen nicht übersteigen, weil es müssen auch die Leute, die finanziell nicht gut gestellt sind, die Möglichkeit haben, so ein Instrument zur Wahrung ihrer Gesundheit, zur Überwachung ihrer Gesundheit, beziehungsweise zur Aneignung von Gesundheitskompetenz, die App kaufen zu können. Deswegen verlangen wir für die App 24,99 Euro. Und die trägt somit auch einen Beitrag für die Vermittlung der Gesundheitskompetenz, die ja auf drei Säulen basiert. Das ist einmal Praxisbezug, der ist gegeben, wenn ich Bluthochdruck habe oder wenn ich Blutzucker habe und ich führe, dann ich erfasse die Daten selbst nach dem Prinzip des 25-Self. Dann die Handlungsrelevanz, die ist gegeben, weil Sie da die Daten erfassen. Und das bewirkt letztendlich, dass Sie dann in Ihre Problematik tiefer eintauchen und somit wirklich langfristig auch eine Lebensstiländerung initiieren können. Vielen Dank. Ich muss die Aufgabe aufgrund der Zeit dann abbrechen. Ich glaube, nachher ist noch ein bisschen gelegener, beziehungsweise jetzt. Ich stehe auf jeden Fall zur Verfügung, Sie damit anzuwerten.